willkommen zu dieser letzten Folge in dem Jahr 2020. Oh, ist das schon wieder so weit? Es ist schon wieder so weit, aber keine Angst, wir machen natürlich im nächsten Jahr weiter, aber für dieses Jahr ist es wirklich die letzte Folge. Ja, wir sind Virpi Haach und ich bin Sandra Duran, wir sind eure Deutschlehrerinnen und heute wieder auf dem Niveau A1, A2. Genau. Und ja, weil das jetzt auch die letzte Folge dieses Jahres ist, also wird es gleich krachen. Ja, aber das dauert noch ein bisschen. Ja. Genau, wenn ja der Silvesterabend kommt, dann spätestens um 24 Uhr wird es wirklich ganz schön laut. Die Raketen werden gestartet, die Böller werden gezündet. Ja, das Feuerwerk sehen wir am Himmel. Genau, also da könnt ihr euch ja vielleicht drauf freuen. Ich habe manchmal ein bisschen Angst davor, wenn es zu laut ist und es ist auch gefährlich. Ja, also ich war noch nie zum Beispiel in der Stadt in dieser Zeit. Ich bin häufig auch sowieso ganz woanders, wo es kaum Raketen, Neujahrsraketen gibt. Also ich kann dir dazu sagen, ich war einmal in Berlin. Oha! Und also ich war nicht lange auf der Straße, ich bin ganz schnell wieder in die Wohnung gegangen, weil ich und auch meine Kinder wirklich Angst hatten. Mhm. Also das war sehr laut, es waren sehr viele Menschen auf der Straße und bestimmt war es nicht gefährlich, die wussten, was sie taten. Aber trotzdem, ich stimme dir dazu, ich mag es lieber etwas ruhiger. Aber was ich sehr gerne mag, also gerade in dieser Zeit am Jahresende, gibt es ja etwas Leckeres zum Essen, was Süßes. Ja, und da scheiden sich auch die Geister. Also es gibt unterschiedliche Begriffe dafür, je nachdem, in welcher Region man. Ich liebe Berliner. Ja, ich liebe auch Berliner mittlerweile in Deutschland. Also das ist ein Hefegebäck, das ja frittiert wurde und in der Mitte gibt es ein bisschen Marmelade meistens. Oder Schokolade. Oder Marzipan. Oder Vanillepudding. Ich freue mich darauf. Und ja, es gibt natürlich noch Zucker auf dem Berliner, also es ist sehr süß. Aber in Berlin heißen die Berliner Pfannkuchen. In der Tat. In der Tat. Und ich komme ja aus der Nähe von Mainz, bei uns heißt das Kreppel. Ah, da lerne ich auch wieder was Neues. Also es ist so ähnlich wie mit den Frikadellen oder Fleischpflanzern und Buletten, haben auch die Berliner in ganz Deutschland unterschiedliche Begriffe. Mhm. Also ja. Gibt es bei euch zu Hause etwas Traditionelles zum Essen? Ja, tatsächlich, die Berliner dürfen nicht am Silvesterabend fehlen. Mhm. Und meistens holt mittlerweile meine Mutter sie aus einem Traditionshaus hier in Lübeck. Wir wollen jetzt keine Werbung machen, aber genau, lecker gefüllt mit Marzipan zum Beispiel auch. Und oft kauft meine Mutter so viele Berliner auf einmal, dass wir sie noch Tage später essen können. Ach, wie schön. Das ist sehr, sehr lecker. Ja, das stimmt. Also ja, heute ist der 30.12., das bedeutet, morgen ist der letzte Tag im Jahr und da sprechen wir eben auch von Silvester. Mhm. Auch das ist wie Heiligabend ein halber Feiertag. Also, genau. Wie lange haben die Geschäfte meistens geöffnet? Bis 12 oder bis 13 Uhr ganz oft. Genau, also man kann zum Beispiel noch Lebensmittel kaufen. Mhm. Fast alle Büros und Firmen haben aber geschlossen. Ja. Also da kann man meistens keinen mehr erreichen am Vormittag. Die meisten verbinden noch also diese Tage mit Weihnachten und machen einen kleinen Urlaub daraus. Richtig, also viele arbeiten von Weihnachten auch bis Neujahr überhaupt nicht. Genau. Mhm. Aber wenn ihr heute in Deutschland seid und noch Lebensmittel kaufen wollt, dann könnt ihr eben morgen noch bis mittags meistens auf einkaufen gehen. Oder diese Berliner könnt ihr natürlich auch zu Hause machen oder backen.
Rezepte gibt es bestimmt überall, wenn man einfach im Internet nachguckt. Das stimmt. Und sie schmecken natürlich auch besonders lecker, wenn man sie Ja. zu Hause macht. Ja, ist der 31.12. dann vorbei, dann startet das neue Jahr und so heißt dann auch der 1. Januar, nämlich Neujahr. Das ist dann aber ein richtiger Feiertag mit allem drum und dran und alle dürfen zu Hause bleiben. Und wir beginnen auch und das neue Jahr 2021 mit neuen Folgen und mit viel Freude mit euch. Wir bedanken uns auch ganz, ganz herzlich, dass ihr so fleißig uns folgt und immer wieder etwas Schönes kommentiert. Also bleibt gesund und bleibt gerne weiter mit uns. Genau, und wenn euch alles so gut gefällt, was wir euch präsentieren, dann würden wir uns natürlich besonders freuen, wenn ihr uns bei iTunes bewertet oder vielleicht sogar einen kleinen Text schreibt, eine kleine Kritik. Ihr findet uns aber auch mittlerweile bei Google Podcast, bei Spotify natürlich, da könnt ihr uns folgen. Ihr könnt uns auch bei YouTube abonnieren. Ja, und wo findet man uns noch? Natürlich auf Instagram und auf Facebook. Und da haben wir noch zusätzlich tolle Videos und Posts für euch. Genau, aber jetzt genießt noch einmal diesen vorletzten und letzten Tag des Jahres und ich bin mir sicher, wir hören im nächsten Jahr voneinander. Ganz bestimmt.